ja freuen und herzlich willkommen im letzten Mai-Wochenende. Es ist tatsächlich so, dass nächste Woche schon der Juni beginnt und somit ja auch meteorologischer Sommeranfang, und da kann man wirklich nur hoffen. Denn meine Urlaubswoche war ja nicht gerade von Sonnenschein geprägt und ich glaube, es war dann wirklich nur schön Donnerstag und gestern. Heute ist es auch noch schön, aber es gibt ja in Deutschland schon so Unwetter, Gewitter, Warnungen. Ich bin mal gespannt, wie ausgeprägt das dann vielleicht bei uns sein wird. Noch ist es schön. Und deswegen drehen wir jetzt schnell das Video ab, bevor das Gewitter losgeht. Nein, wir sitzen ja im Trocknen, will ich zumindest hoffen. Und ich hatte diese Woche Urlaub und habe gar nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich erwartet habe. Es sind tatsächlich nur zwei Bücher geworden. Nein, also es sind zwei Bücher geworden, zwei sehr tolle Bücher, die mich sehr begeistert haben. Und wir beginnen, und ihr findet unten in der Infobox wieder, wann ich mit welchem Thema anfange. Und wir beginnen mit Bao, der weiße Panda und das Geheimnis der Gelassenheit von Alyosha Long und Ronald Schweppe aus dem Lotos Verlag. Ist eher eine Mischung aus Roadtrip und Sachbuch. Ja, eine sehr interessante Mischung. Verrate ich dann auf jeden Fall natürlich mehr. Und als zweites Buch habe ich ein E-Book gelesen, und zwar Königin der Schatten, den zweiten Teil Verflucht von Erika Johansen, ist im Heine Verlag erschienen und habe ich auf meinem E-Book-Reader gelesen. Und danach geht es ein bisschen weiter. Es wird ein bisschen über mein nächstes Buch gehen, was ich angefangen habe. Ich habe mal wieder einen ganz, ganz tollen Film diese Woche geguckt, den ich aber, glaube ich, schon zum vierten oder fünften Mal gesehen habe, aber ich einfach empfehlen möchte. Dann war ja eine Hammer Game of Thrones Folge diese Woche, und dazu möchte ich auch zwei, drei Wörter erzählen. Und was dann so vielleicht noch ein bisschen geplant ist in der kommenden Woche. Und dann starten wir jetzt aber einfach erstmal mit Bao, der weiße Panda und das Geheimnis der Gelassenheit. Habe ich über, ich glaube, die Flow oder die Happiness entdeckt. Und ich bin ja immer wieder auf der Suche nach neuen Denkanstößen, um meiner persönlichen Gelassenheit immer noch ein bisschen mehr Gelassenheit zu geben. Also wirklich in sich hineinhören und merken, dass das Leben eben einfach mit Ruhe und wirklich Gelassenheit einfach viel stärker und auch schöner einfach dann ist zumindest meine Erfahrung der letzten, ja, es sind jetzt, glaube ich, so knapp 1,5 Jahre, wo ich mich damit beschäftige, ein bisschen was über ein Jahr, nachdem ich halt letztes Jahr so krank gewesen bin. Und es ist aus dem Lotos Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, hat 224 Seiten, kostet als Hardcover, wie ich es in Händen halte, 16,99, gibt es auch als E-Book für 13,99. Und wer jetzt schon auf den Titel sieht, dass es nicht um den weißen, also um den farbigen Panda sozusagen geht, also um die Farbe Weiß, sondern eben um den weißen Panda, der eben Wissen erlangt hat. Ja, Bao ist unser kleiner Panda, und diese Bilder ziehen sich im Grunde durch das ganze Buch durch. Es ist super schön gestaltet, mit unserem Panda, der sich auch mal was ins Notizheft schreibt. Ja, aber um was geht es? Also Bao ist ein kleiner Panda-Bär, der sehr mürrisch ist, sehr ängstlich ist, schnell aufbraust, ständig wütend über die Welt und alles unfair findet und sich irgendwie 23 Stunden am Tag aufregt. Und auch seine Familie mag ihn deswegen nicht so recht, und er hat auch keine Freunde, und weil die halt alle mit seiner aufbrausenden Stimmung nichts anfangen können. Er hat einen Großvater, der halt sehr ruhig ist und sehr entspannt ist, und Bao, wenn er älter wird, sich denkt, ach ja, es wäre vielleicht doch ganz schön, wenn ich ein bisschen ruhiger werden würde. Und eines Tages ist seine Familie einfach verschwunden. Er wacht irgendwo auf und weiß gar nicht, wo er ist, und erfährt dann eben von seinem Großvater, dass er sich auf die Reise machen muss, um die Wege zur Gelassenheit zu gehen sozusagen und die Gelassenheit eben zu finden. Und auf dieser Reise, deswegen auch Roadtrip, begleiten wir Bao nun und treffen auf die unterschiedlichsten Tiere in seiner Umgebung und auch auf Blumen und Wolken. Und wir treffen auf ein cooles Krokodil und auf unterschiedlichste Tiere, die ihm eben Tipps geben, was man tun kann, um eben gelassener zu werden. Und dass es eben nicht von jetzt auf gleich ist, sondern eben eine Reise ist, die man antritt und man sich eben auch Zeit nehmen
muss und nicht enttäuscht sein darf, wenn es eben nach 1, 2, 3 Tagen, Wochen nicht so klappt, wie man es sich wünscht. Und das Schöne daran ist, dass wir eben diese Begleitung von Bao sind, eben mit ihm das sozusagen aus erster Hand erfahren und dann eben auch ein Sachbuch teilhaben, wo uns eben erzählt wird, wie man das eben im Leben umsetzen kann, also für sich selbst, worauf man achten soll, woran man das auch vielleicht in sich erkennt, wann man vielleicht einfach den negativen Gedanken wegschieben sollte, wie man damit umgeht. Und es sind dann eben auch Meditationsanleitungen darin, die ich sehr gelungen fand, die ich sehr einfach erklärt fand. Und ich bin ja schon jemand, der sehr, sehr lange Meditation macht. Also Yoga habe ich ja bestimmt, ich sag mal, vor 10, 12 Jahren angefangen, mit Anfang 20. Und kurze Zeit später war dann auch die Meditation da, tat mir ja am Anfang unglaublich schwer damit, weil ich kein Mensch bin oder war damals, der halt ruhig sitzen konnte und wollte. Und habe aber immer gemerkt, wie gut mir das tut. Und dann gibt es natürlich Zeiten, da kann man das sehr intensiv leben. Und es gibt aber auch Zeiten da, wo man einfach nicht dazu kommt. Also gerade vor meiner Krankheit, vor dem Burnout, war es halt so, dass ich kaum zu irgendwas anderem kam, weil ich einfach gefühlt immer nur gearbeitet habe und auch nur im Kopf die Arbeit wichtig war. Und da hätte man, glaube ich, gerade dann intensiv sich mit sich selbst beschäftigen müssen, hat es aber nicht getan. Deswegen kam es dazu. Und soweit will ich es eben einfach nicht mehr kommen lassen und bin deswegen eben immer auf neue Anreize aus. Und so hat mich Bao wirklich begeistert. Ich mochte diese Mischung aus diesem lustigen kleinen Bao, der unglaublich lustig und tollpatschig war und tapsig durch die Welt ging, ganz, ganz tolle Leute getroffen hat. Ich fand das total lustig mit den Tieren. Und wenn man dann eben so ein bisschen dahinter guckt, merkt man eben auch, dass diese Tiere natürlich noch eine andere Bedeutung haben, als nur, dass sie ihm Tipps und Ratschläge geben. Und Bao schreibt sich dann eben immer Notizen auch auf. Und diese Notizen sind dann eben immer sehr kurz gefasst. Ich gucke mal, ob ich habe mir da, glaube ich, mal irgendwo eins markiert, was ich sehr cool fand. Und zwar waren das immer Baos Bambusblatt Bibliothek. Und zwar hat er das eben dann auf so einem Bambusblatt sozusagen geschrieben. Ich weiß nicht, wie gut er das sehen könnte. Und und hier gibt es zum Beispiel 4 heilsame Wahrheiten. Und zu inneren und äußeren Frieden gelangt man nur durch Gelassenheit. Jede Aufregung, jeder Ärger, jede Wut bringt Unfrieden in die Welt. Es gibt viele Wege zur Gelassenheit und alle beginnen im Jetzt. Und das ist, glaube ich, wirklich immer so das Wichtigste, dass man einfach jetzt lebt und im Jetzt ist und nicht schon, was ist in 3 Wochen, was war vor 3 Wochen, dass man wirklich im Jetzt ist. Und das merke ich auch immer selbst, wenn ich davon abweiche, geht es mir wirklich einfach nicht so gut, als wenn ich eben einfach den jetzigen Moment genieße, im jetzigen Buch einfach drin bin und nicht schon denke, oh, was liest du als nächstes? Und habe dieses Buch also wirklich unglaublich toll gefunden und ich mochte eben auch die Tipps, die mir natürlich schon zum großen Teil einfach bekannt waren. Aber was mir einfach so gut gefallen hat, ist, dass es so einfach erklärt war. Und ich glaube, dass es für jeden, der eben auf der Suche nach der Gelassenheit ist, eben einfach so ein richtiges Einsteigerbuch ist, weil man eben diesen lustigen Bao hat, über den man durchaus eben auch lachen kann. Und aber eben auch so diese Sachbuchebene, die nicht trocken ist, die nicht langweilig ist, sondern die das wirklich sehr erzählerisch rübergebracht hat. Fand ich ganz, ganz toll. Wirklich ein sehr, sehr gelungenes Buch. Wer eben auf der Suche mal nach so einem Buch ist und sich vielleicht schon länger einfach mal danach sehen, sozusagen gelassen zu sein, ruhiger zu werden, mit Meditation zu beginnen, ich glaube, der hat hier wirklich ein Schätzchen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ich habe auch eben ein bisschen was markiert. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Ja, mit passend Farben, türkisgrünen Eulen sozusagen. Ich fand die auch so gut zum Buch gepasst. Und ja, ist auch von der Aufmachung, also wirklich schön mit diesem Einband. Super schön, tolles Buch. Und ich danke wirklich den Lotus Verlag, dass er mir das zur Verfügung gestellt hat. Und ich bin wirklich begeistert. Hat super, super viel Spaß gemacht, es zu lesen und eben auch die Tipps einfach mitzunehmen. Ja, das nächste Buch, dann etwas ganz anderes. Ja, wir gehen in Richtung Urban Fantasy, High Fantasy. Und zwar gehen wir zur Königin der Schatten. Und zwar ist das der zweite Teil von Erika Johansson mit dem Untertitel sozusagen Verflucht. Das ist jetzt aktuell Mitte Mai erschienen, hat 608 Seiten, ist im Heine Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Kostet als E-Book 11,99 und als
Taschenbuch, glaube ich, dann 14,99 Euro. Der erste Teil ist im letzten Jahr erschienen und ich habe den zusammen mit der lieben Vilja gelesen gehabt. Und wir haben uns da auch sehr rege ausgetauscht. Fand ich ganz, ganz toll. Ich mag ja gemeinsam lesen wirklich ja, in letzter Zeit unglaublich gerne. Und es macht immer wieder Spaß, die Eindrücke von den anderen dann eben mitzubekommen. Und ja, ich hatte mir das jetzt sozusagen einfach für den Urlaub vorgenommen, weil es natürlich mit dem Tolino auch praktisch ist, wenn man einfach unterwegs ist und man nicht selbst Fahrer, sondern Beifahrer oder sowas ist, kann man natürlich immer zum E-Book greifen, also als Fahrer, bitte nicht lesen, aber ja, als Beifahrer oder wenn man dann sogar vielleicht hinten sitzt, dann kann man da wunderbar lesen und so war das auch ganz praktisch. Ja, um was geht es in der grundsätzlichen Geschichte vielleicht um die Königin der Schatten? Ja, wir lernen im ersten Teil schon Kelsey kennen, ein junges Mädchen, das im Verborgenen aufgezogen wurde und wir erfahren, was ihr 16. Geburtstag, ich glaube, dass sie die Königin von Terling ist. Und zwar musste man sie aber bis zu diesem Eintritt in dieses Königsalter beschützen, weil sie natürlich sehr viele Gegner hat, die selbst die Herrschaft über Terling haben wollen. Und man musste sie auch vor der Roten Königin beschützen, die eben im Nachbarsland, ist es glaube ich, die Königin ist und die auch kein Interesse daran hatte, dass eben da jemand, ja, wie Kelsey im Grunde auf den Thron kommt. Und so erleben wir im ersten Teil eben die Reise von Kelsey, wie sie eben aus dem Verborgenen dann eben die Königin wird. Daher erklärt sich jetzt auch der Titel Königin der Schatten, also sie kommt im Grunde aus dem Verborgenen. Und wir sind eben in Terling. Allein die Namensgebungen der Länder und Städte und Menschen finde ich wieder mega gelungen. Und das ist ja was, was für mich wirklich Fantasy ausmacht, wenn man eben spürt, da ist so eine ganz eigene Welt und man auch sich wirklich davon so entfernen kann sozusagen und man nicht in seiner Welt mehr feststeckt, sondern wirklich komplett auf Reisen geht in ein anderes Land, in eine andere Welt. Und das ist für mich einfach nur so ein Gefühl von Reise. Also das ja, fasziniert mich wahrscheinlich einfach immer an High Fantasy, wenn dann wirklich alles anders klingt als in unserer Welt. Und ja, aber ich komme schon in Schwärmen. Ja, wir sind in einer, ja, ich würde sagen, dystopischen Welt, in der vieles nicht so läuft, wie man sich das vielleicht wünschenswerterweise vorstellen würde. Man hat das Gefühl, man lebt sehr mittelalterlich. Also man hat, wenn von den Häusern erzählt wird, wie ja, das alles aufgebaut ist, wie die Straßen aussehen, hat man ein sehr mittelalterliches Gefühl, spürt aber sehr oft in den Gesprächen, dass da irgendwas anderes passiert ist, warum wir wieder im Mittelalter sind, weil es gibt eben schon Dinge wie elektronische Bücher und auch Geschichten wie Harry Potter und es wurden auch Anspielungen auf den Herrn der Ringe im ersten Teil gemacht, wo man sagt, wir sind eigentlich schon in einer ähnlichen Zeit. Und das hat im ersten Teil schon so ein bisschen zum verwunderten Stutzen geführt, weil man sich gefragt hat, in welcher Zeit befindet man sich jetzt eigentlich? Ist man im Mittelalter? Ist man aber vielleicht irgendwie doch in eher einer Dystopie, die ja eher zukunftsträchtig wäre. Und ja, da war man so ein bisschen im Zwiespalt im ersten Teil. Und so geht es im Grunde auch im zweiten weiter. Man weiß immer noch nicht so recht, wo sind wir, in welcher Zeit sind wir. Man spürt eben nur, es ist eine ganz andere Zeit. Und Kelsey entwickelt sich im zweiten Teil unglaublich weiter. Nicht nur körperlich, dass sie sich verändert, sondern sie entwickelt auch magische Kräfte, die sehr viel Power haben, sehr viel Kraft haben und auch ihr so ein bisschen Angst machen, weil wenn so eine Magie dann eben in den falschen Händen ist, kann man erahnen, dass das nichts Gutes auf sich hat. Sie hat sehr viele Entscheidungen zu treffen, die sie auf sehr taffe Art trifft. Also sie ist eine sehr starke Protagonistin und sie macht aber, also ich würde sagen, 90% der Dinge, die sie tut, sind nachvollziehbar. Es ist nichts Abgehobenes dabei. Es ist nichts, wo man sich fragen würde, hä, wie kommst du da drauf? Sondern sie handelt sehr logisch. Und das macht mir unglaublichen Spaß, eine Protagonistin zu haben, die ja eigentlich auch noch relativ jung ist, die aber schon so viel mitbringt und an der Geschichte einfach teilhat und dabei ist. Und das fand ich ganz, ganz toll über das ganze Buch hinweg. Man kann sie vielleicht ein wenig vergleichen mit Daenerys aus Game of Thrones. Das ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass es da durchaus Parallelen gibt, wie sie handelt
Weil das weiß man zum Beispiel auch von Daenerys, dass sie sich immer mal Rat holt. Manchmal, wenn sie einfach selbst nicht weiter wusste, auch den Rat befolgt hat. Aber in sehr wichtigen Dingen oftmals eben auch einfach für sich selbst geredet hat und einfach getan hat, was sie für richtig fand. Und so handelt auch ein wenig unsere Protagonistin hier, Khaleesi. Und das wirft natürlich so ein bisschen eine Parallele auf. Also das ist gefühlt so ein bisschen ähnlich, was ich aber absolut gut finde und es mir Spaß macht, weil natürlich auch Daenerys durchaus ein sehr starker weiblicher Charakter ist und ich sowas einfach unglaublich gerne mag. Bin jetzt nicht der größte Fan von Daenerys, das könnte jetzt bei manchen zu Widersprüchen führen, aber einfach wie der Charakter aufgebaut ist. Und all das, was mir bei Daenerys im Grunde nicht gefällt, mag ich bei Khaleesi unglaublich gerne. Und diese Frau strotzt einfach vor Kraft. Dann haben wir aber natürlich nicht nur den Handlungsstrang von Khaleesi, sondern wir erfahren aus verschiedensten Perspektiven, was eben in Terling und um Terling herum passiert. Zum Beispiel sind wir auch bei Captain Mace bzw. Lazarus. Es hat einen Moment gedauert, bis ich wusste, dass beide die gleiche Person sind. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum man ihn mal so und mal so nennt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das im ersten Teil irgendwie so aufgefallen ist. Wir erfahren auch ein bisschen, wie das der Captain sozusagen der Wache, was der uns zu erzählen hat. Wir sind auch beim Soldaten Penn, der uns wieder aus einer ganz anderen Sicht die Geschichte erzählt und eben andere Eindrücke von seinem Umfeld erzählt. Und das gibt eben ein wunderbares Bild von dieser ganzen Welt und schafft eben eine sehr komplexe Geschichte, eine tolle Atmosphäre und Puzzleteile fügen sich dann einfach so zusammen. Natürlich ist auch ein bisschen Liebe im Spiel. Khaleesi und der mysteriöse Fetch. Da gucken wir mal, wie das weitergeht. Die Geschichte ist unglaublich atmosphärisch. Man reist wirklich mit in dieses Land und man ist dann wirklich 600 Seiten dabei. Es hat mich wirklich gepackt, es hat mich gefesselt. Ich habe mich über jeden Moment geärgert, wo ich das Buch wieder weglegen musste, weil ich dachte, ich will doch aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es war wirklich ganz, ganz toll. Was ich persönlich ein bisschen schwierig fand, war tatsächlich, dass der erste Teil eben schon so ein Weilchen zurückliegt und man einen Moment gebraucht hat, bis man reingekommen ist. Das fand ich tatsächlich ein bisschen zu schnell in der neuen Geschichte, sodass man sich gar nicht ein bisschen zurückbesinnen konnte. Ich will keine Wiederholung, aber so ein bisschen ein Einführen in die Geschichte ist, glaube ich, immer bei einem zweiten Teil nicht verkehrt. Und das hat mir hier tatsächlich ein bisschen gefehlt. Aber das tut der Geschichte nicht sehr viel Abbruch, wenn man sie vielleicht wirklich hintereinander liest oder jetzt vielleicht gar auf den dritten Teil wartet, der ja vielleicht sogar Ende des Jahres schon kommt, um dann eben alle drei mit einem Mal zu verschlingen. Die Atmosphäre ist wunderbar. Also egal, wo man ist, also man weiß und spürt auch immer, wer man ist, wo man ist, wann man im Grunde ist und wie alles dann zusammenhängt. Und das große Ganze finde ich ganz, ganz toll. Ich mag diese erschaffene Welt. Ich mag das Gefühl, was sie übermittelt. Ich mag die Schnelligkeit, die Lebendigkeit, dieses Bildhafte, dieses an den richtigen Stellen ein bisschen ausufernde, aber dann wieder zum Kern zurückkommende. Ich bin wirklich begeistert vom Stil, von dieser Geschichte, von der Welt, die erschaffen wurde. Und es ist auch eine gewisse Kriegerei mit dabei. Also es geht da ja schon heiß her, um eben die Menschen einfach, ein bisschen, also Khaleesi möchte ja ein bisschen eine friedvollere Welt schaffen, als sie ihr zurückgelassen wurde. Und das passt natürlich manch einem nicht, der von diesen Kriegereien eben eigentlich profitiert hat. Und da spürt man eben auch so das Ausmaß der Menschlichkeit und wie der Mensch eben tickt. Und das ist auch wieder sehr schön ineinander verwoben, versponnen. Und ich liebe ja Intrigen. Ich meine, na, das wisst ihr, glaube ich. Und wenn sich dann eben immer mal eine auftut und eine auflöst und man steht dann begeistert im Grunde davon, denkt sich, das habe ich doch geahnt. Oder man denkt sich, darauf wäre ich nicht gekommen. Gibt jeden Moment in diesem Buch. Fand ich toll. Also ein wirklich gelungener zweiter Band, der mich bis gestern Abend sozusagen begeistert hat. Und das Zuschlagen war dann total gemein, weil es ist echt ein fieser Cliffhanger. Und jetzt heißt es wieder warten auf Teil 3. Das ist, ich hasse es und ich sollte wirklich keine Reihen mehr anfangen, wenn sie nicht vollständig sind, weil das Warten ist wirklich ärgerlich. Aber für beide Bücher, sowohl den ersten Teil wie den zweiten Teil von der Königin der Schatten, absolute Leseempfehlung. Ich bin wirklich begeistert. Ja, was gab es noch in dieser Woche? Ich war beim Friseur
Man wird nicht sehr viel sehen, weil ich sie ja ein bisschen länger haben möchte. Aber sie müssen natürlich dementsprechend immer ein bisschen angeschnitten werden, damit sie mich nicht aufregen und ich die Geduld aufbringe, sie wachsen zu lassen. Also es soll jetzt keine lange Walle-Walle-Mähne werden, das bin ich nicht, aber ich hätte gern ja so ein bisschen einen Bob in einer anderen Variante. Also ich habe da zwei, drei Bilder im Kopf und habe die auch meiner Friseurin gezeigt. Und sie hat auch gar nicht allzu viel geschnitten, hat natürlich viel unten sozusagen das untere Haar. Oben ist alles so relativ beim Alten geblieben und man sieht es ein bisschen. Logisch, weil natürlich jetzt unten wieder ein bisschen weniger Haar ist. Aber ja, das musste einfach sein und auch hinten der Hinterkopf. Wenn da zu viel los ist und ich das nicht mehr allein in den Griff kriege, dann regt es mich auf. Und am Ende wäre ich dann wieder so weit zu sagen, ach, einfach alles runter. Glatze und Perücke. Nein, aber ja, das ist so das Ziel. Meine Wunschfrisur hätte ich gerne so bis Weihnachten. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja, ist ja fast noch ein halbes Jahr. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ich hatte Urlaub. Das Wetter war nicht ganz so toll. Wir sind auch so von Baumarkt zu Baumarkt gestürzt. Eigentlich wollte ich meine Küche fertig machen. Tapeten habe ich. Beim Rest ist es so ein bisschen gescheitert. Also war es gerade die Arbeitsplatten angeht, weil, ja, ich bin kein Millionär und wenn ich mir dann denke, ja, wo das manchmal preislich hinführt, frage ich mich wirklich, wer sich das eigentlich leisten kann, fand ich sehr unverschämt, zumindest in den ersten zwei Baumärkten, wo ich war. In dem, wo ich dann am Donnerstag war, war es dann schon ein bisschen besser und ich glaube, da werde ich mir dann jetzt auch die Arbeitsplatte dann demnächst besorgen, zumindest einmal für den Sommerurlaub. Und dann wird meine Küche demnächst rot, aktuell ist sie eher blau. Ja, Esszimmer, selbe Spielchen. Ich habe schon die karibikblaue Farbe zu Hause, habe dann aber auch keinen Teppichboden gefunden, weil ich würde da gerne einen dunkelgrauen Teppich einlegen. Muss aber sagen, bei einem Raum, der glaube ich 22 Quadratmeter hat und dann einen Teppich für 15 Euro, rechnet es euch selbst aus, muss ich ehrlich sagen, da hört der Spaß für mich persönlich halt dann auch schon ein bisschen auf. Ja, da werde ich wahrscheinlich jetzt einfach so ein bisschen auf den Sale hoffen. Den gibt es ja auch tatsächlich bei Teppich, Tapeten und sonstigem. Und da einfach mal die Augen offen halten. Ja, so ist es dann im Grunde nur die Küche meiner Eltern geworden, die wir zusammen ein bisschen renoviert haben, tapeziert haben. Und ja, wir waren also sozusagen doch ein bisschen fleißig. Ansonsten haben wir natürlich von meinen zwei Wochen krank auch ein bisschen erholt. Ich war die Woche zum Glück fit und ja, das war auch gut so. Und man braucht tatsächlich nach zwei Wochen Krankheit, glaube ich, eine Woche Urlaub, damit man einfach mal wieder zu sich selbst auch irgendwie wird und nicht wieder gleich in den Trott einsteigt. Und es ist ja auch in den zwei Wochen so viel mehr oder weniger liegen geblieben an Haushalt, an Wäsche waschen, Wäsche bügeln, keine Ahnung. Das habe ich alles die Woche in Ruhe machen können. Und ja, ich habe auch Game of Thrones natürlich geguckt am Montag. Wir sind ja in der sechsten Staffel schon in der Hälfte. Wir haben die ersten fünf Folgen hinter uns. Und ich muss sagen, diese Folge hatte es wirklich in sich. Sie hat mich nicht nur den Montag begleitet. Also ich habe sie, glaube ich, dann irgendwann mittags angesehen auf Sky Online. Kommt sie ja ein bisschen früher. Also auf Sky normal Fernsehen läuft sie ja abends. Sky Online ist sie, glaube ich, immer schon in der Nacht irgendwann erhältlich. Und so kann man sich die dann im Grunde abrufen. Und sie hat mich den ganzen Montag verfolgt. Sie hat mich in die Nacht verfolgt. Und sie hat mich auch noch Dienstag verfolgt. Und das war, glaube ich, auch dem Lesen tatsächlich ein bisschen ja, nachträglich, weil ich mich nicht auf irgendwas konzentrieren konnte. Ich war ständig und in meinem Kopf hat sich nur, welche Rätsel haben sich gelöst, welche Fragen wurden beantwortet und es ist irgendwie tatsächlich in der Folge so, man bekommt 5 Antworten und 100 neue Fragen. Und das ging mir, also mich hat diese Folge wirklich sehr beschäftigt, sehr mitgenommen und da merkt man mal, wie intensiv eben nicht nur Bücher Geschichten sein können, sondern auch Serien und gerade so eine Welt, die man einfach ja gerne auch bereist, also zumindest über Fernsehen, über nach Westeros selbst, glaube ich, würde gar nicht so gerne reisen wollen, aber egal ob über Buch und dass einen das wirklich beschäftigen kann und mitnehmen kann und mitreisen kann und in einem eben auch was anmacht. Und das hat man in der Folge für mich zumindest wirklich absolut gemerkt. Und es waren eben auch ein paar andere Verrückte mit dabei. Verrückte in Anführungszeichen. Also ich bezeichne mich da ja selbst als verrückt. Also es ist durchaus positiv gemeint. Und dass man da sich eben auch einfach mit anderen dann einfach austauschen konnte. Und wir hatten ja dann auch unseren Hangout am Dienstagabend und packe ich euch mal in die Infobox. Und es sind dann eben auch so viele, die via Kommentar dabei sind, denen es eben auch einfach genauso geht.
Und das ist einfach so faszinierend, dass ein das so mitnimmt und so viele mitnimmt und begeistern kann und auch so zurücklässt. Und gerade diese Folge war auch, glaube ich, für die meisten sehr emotional. Und ach ja, meine Güte. Also es war eine unglaubliche Folge. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge am Montag. Beginne ich mit Spätdienst. Also nur Montag habe ich spät. Das heißt, ich fange um 11 an. Ich werde sie mir auf jeden Fall vorher ansehen. Ich weiß nicht, ob das so ein cleverer Schachzug ist, aber ich werde es wahrscheinlich nicht anders erwarten können, um dann bis abends vielleicht irgendwie 21 Uhr warten zu müssen. Nein, werde ich nicht aushalten. Und freue mich da sehr. Also es ist tatsächlich das Schöne am Montag, dass man eben eine neue Folge Game of Thrones hat. Also das, ja. Dann haben wir natürlich Dienstag wieder unseren Hangout. Ich glaube, aktuell steht noch nicht fest, ob wir bei Lisa sind, bei Paddy sind. Da werde ich euch auf jeden Fall auf Facebook informieren. Guckt einfach mal vorbei, weil ich komme Dienstag auf so ein ganz kurzes Infovideo, wo ihr uns findet. Merkt euch auf jeden Fall schon mal die Zeit. Es ist 20.30 Uhr. Da werden wir dann über die aktuelle Folge sprechen und ja, seid da einfach dabei. Ja, was gab's noch diese Woche? Ja, ich habe einen geilen Film geguckt und geil passt hier einfach am besten. Und zwar In Time mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried und auch noch anderen großartigen Spieler. Da spielt auch so, ach Gott, wie heißt er denn? Ich hab's ja immer nicht mit Namen. Na, Alex Pettyfair spielt mit Cillian Murphy, dem manchmal vielleicht aus Batman ein Begriff ist. Und dann habe ich auch noch einen ganz tollen erwischt, den ich aus einer anderen Serie irgendwie kannte, aber habe ich jetzt den Namen wieder mal nicht im Kopf. Boomer? Ach, ich weiß es nicht. Ja, In Time ist im Grunde Science-Fiction-Dystopie. Wir sind hier in einer Welt, wo es kein Geld gibt, sondern man mit Zeit bezahlt. Und man wird 25, deswegen sehen auch beide immer so jung aus. Und man bleibt in diesem Leben dann 25 und bekommt ein Jahr Zeit. Man bezahlt aber eben mit dieser Zeit. Also der Kaffee kostet dann irgendwie 4 Stunden. Wenn man auf Arbeit geht, bekommt man, glaube ich, tatsächlich immer wieder so einen Tag. Oder man muss eben mehr Arbeiten annehmen, um immer wieder 24 Stunden zu haben. Und es gibt eben natürlich ganz Reiche, die auch irgendwie 100 Jahre auf ihrer Uhr haben und im Grunde ewig leben könnten. Und da trifft eben unser junger Will auf einen mit über 100 Jahren, der aber einfach keine Lust mehr hat und der sagt, der Geist ist irgendwie verbraucht und schwach und er will einfach nicht mehr. Und er ist eben irgendwie schon, keine Ahnung, 100 Jahre. Und ja, er ihm dann eben diese 100 Jahre schenkt und sich dann von der Brücke stürzt. Und es ist tatsächlich so, wenn die Uhr abläuft, ist die abgelaufen, ganz im wortwörtlichen Sinne. Und er möchte jetzt so ein bisschen Rache an den Reichen und geht dann eben zum Poker und trifft dann eben auf die reiche Tochter von einem, müsste so ein Kreditbank-Hai sozusagen gewesen sein. Und ja, beide spielen so ein bisschen, würde ich sagen, Bonnie und Clyde. Ein genialer Film. Ich habe den damals im Kino gesehen und mittlerweile, glaube ich, ist bestimmt schon das 4., 5. Mal, dass ich ihn angeguckt habe. Aber er begeistert mich immer wieder. Ich finde das so eine geile Inszenierung von Geld und Macht und auch wenn hier Geld keine Rolle spielt, aber das kann man ja durchaus übertragen und dass das eben alles gar nicht so absurd ist, gar nicht so viel Fiction ist und ich fand das grandios. Ich mag auch die Schauspieler darin, sehr viele Jungschauspieler, wo ich sage, also gucke ich unglaublich gerne zu, Justin Timberlake sowieso ein Schnucki, also ja, na, also allein schon seit NSYNC, die Entwicklung ist ja unglaublich. Und ja, kann ich absolut empfehlen, also auch mal ein Filmtipp von mir, nicht nur Bücher und Serien, sondern wirklich, wer Science-Fiction mag, wer gerne auch Dystopien im Grunde mag, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben, ist ab 12, sollten hoffentlich alle hier sein, wenn nicht, dann die Empfehlung natürlich nichts, aber finde ich wirklich toll, kann ich nur empfehlen, hat diese Woche echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, was gab es diese Woche so ein bisschen an Videos? Ihr habt ja mein erstes Bücherregal gesehen und zwar das große Bücherregal nach meinem ganzen Umräumen und Aussortieren und ich habe ja auch einen Rebuy-Verkauf gemacht und das Geld ist im Übrigen schon da, also das geht bei Rebuy wirklich ratzfatz, war ein Riesenkarton. Und habe auch Bücher einer Freundin mitgegeben, die gerne auf Flohmärkte geht und habe auch manches einfach so im Freundeskreis gefragt, hey, willst du eins der Bücher? Und manche gehen dann eben auch so weg. Und manche liegen eben auch einfach jetzt erstmal auch auf dem Dachboden. Da tun sie ja auch keinem weh. Mal gucken, was ich mit denen so ein bisschen anstelle. Und ja, als nächstes wird dann, denke ich, demnächst auf jeden Fall das kleine Regal noch kommen. Das wird dann vermutlich jetzt so nächste Woche, übernächste Woche kommen. Und ja, das seht ihr natürlich immer schon relativ viel. Aber das möchte ich euch natürlich auch en Detail einfach mal zeigen.
Und ja, was wird euch videomäßig in der kommenden Woche erwarten? Also ich denke auf jeden Fall die Neuzugänge werde ich dann noch mit abdrehen. Und ich habe mich entschieden, mal ein Lesevorhaben-Juni-Video zu drehen. Das habe ich auch schon gedreht, weil einfach ein paar Bücher diesen Monat auf jeden Fall auf meiner To-Read-Liste stehen, weil ich sie eben auch mit anderen Menschen lese. Und ich dachte, es ist vielleicht einfach mal ganz interessant, das festzuhalten. Und ich möchte einfach mal ausprobieren, ob mich dieses Festlegen irgendwie im Lesen einschränkt oder tatsächlich motiviert, um ja halt weiterzulesen. Also ich persönlich bin ja keiner, der sich gerne Druck macht oder der sagt, du musst jetzt das und das lesen. Und das ist halt so, wenn man was muss, dann sagt mein Hirn, ach nee, habe ich keine Lust mehr zu. Also das ist ja, ja, das kennt ja wahrscheinlich auch noch jeder Schüler. Ich muss jetzt Hausaufgaben machen, es fallen einem 10 andere Dinge ein, die viel wichtiger und cooler sind. Und so ist das bei mir auch. Und das ist auch oftmals beim Lesen so. Also wenn ich irgendwas lesen muss, dann denke ich, ach nee, da machst du jetzt mal was anderes. Und ich habe davor eigentlich immer so einen Heidenrespekt, was manche sich in so Want-to-Read-Listen packen, wenn die da irgendwie 20 Bücher reinlegen, wo ich denke, boah, also das würde mich total abschrecken. Und ich habe mich jetzt aber für 5 entschieden, die auch, glaube ich, einen guten Grund haben, da drin jetzt aufzutauchen. Und eins davon ist mein Großprojekt Juni. Ja, ich habe jetzt tatsächlich schon angefangen, weil ich eben gestern mit Königin der Schatten fertig war, aber noch nicht müde war. Und zwar ist mein Großprojekt Juni, ja, der 4. Teil von A Song of Ice and Fire, Feast for Crows. Der 4. Teil, beziehungsweise dann ja Teil 7 und 8 im Deutschen, wenn man so möchte. Und ja, das ist so mein Projekt, wo ich eben immer wieder reinlesen möchte. Und ich habe eben gestern angefangen, werde auch heute und morgen da drin schon mal lesen und werde den Teil dann natürlich auch noch in den Mai zählen. Und dann im Juni weiterlesen. Ja, mich zieht es dahin. Ich muss jetzt einfach weiterlesen und ich möchte die Bücher jetzt mit all dem Wissen, was ich bis jetzt schon habe, lesen. Und ja, man spekuliert und man sucht hier nach Hinweisen und ich bin einfach neugierig. Also ich will weiterlesen, ich will wissen, was in den Büchern anders ist. Und es ist ja schon sehr viel anders. Also es gibt ja sehr viel, was ich jetzt schon in Ende Buch 3, Anfang jetzt auch schon in den ersten 100 Seiten Buch 4 entdeckt habe, was ja teilweise erst in Staffel 5 und zum Teil sogar erst in Staffel 6 auftaucht. Also man spürt, dass Staffel 6 tatsächlich ein bisschen Geschichte ja noch aufholt, die sie eben in Staffel 5 nicht zeigen konnte, aber um eben auf dem gleichen Weg dann zu sein. Und ja, also ich freue mich auf die Geschichte. Es ist ja auch nicht ganz so dick. Der 3. Teil war, glaube ich, tatsächlich der, der mir die meisten Seiten hatte. Hier sind wir, glaube ich, nur bei 978. Wobei das hier scheint schon das... Ach ja. Ach doch, das ist tatsächlich Meanwhile on the Wall. 978. Also, ja, es ist ja fast... ja, da fehlen ja irgendwie 200 Seiten zum letzten. Ja, ich freue mich drauf. Ich liebe das Englisch, das amerikanische Englisch unglaublich gerne. Ich bin da sofort wieder drin gewesen. Und auch diese Namensverwirrtheit, die es ja immer mal gibt, ich glaube, das geht sehr vielen so. Also, das höre ich von vielen, die dann verwirrt sind, deutscher Name, englischer Begriff und umgekehrt und man manchmal auch mal überlegen muss, oh, wie ist das in Deutsch oder im Deutsch, was, oh, wer ist das jetzt im Englischen? Ja, das ist eben der Nachteil, wenn man zweisprachig sich damit beschäftigt, wobei manches hier tatsächlich für mich auch schon Deutsch ist. Also das klingt vielleicht blöd, aber ich, wenn John Snow lese, ist in meinem Kopf definitiv John Schnee im Kopf, also... Ja, wisst ihr, wie ich meine? Also, ja, freue ich mich unglaublich drauf und das wird jetzt mein Projekt sein und das werde ich auf jeden Fall immer mal nebenbei lesen und mir dann wirklich gucken, dass ich so ein bisschen immer zwei Bücher parallel lese. Also, es ist ein Monat voller Experimente und ich glaube eben, wenn man unterschiedliche Genres liest, dass dann eben auch das getrennt, also das gleichzeitig Lesen auf jeden Fall funktionieren kann und freue mich da einfach drauf. Also, ach ja, ist es nicht schön? Ach ja, ja. ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu der Woche jetzt nicht viel zu erzählen, außer dass ich erholt bin, entspannt bin und leider Montag wieder auf Arbeit muss. Hätte gerne noch so eine Woche gehabt, aber es dauert ja nicht lange. Dann habe ich meinen großen Sommerurlaub, 3 Wochen im August, freue ich mich auch sehr. Und ja, die Woche war auch insofern ein bisschen besonders, weil es auch sehr schöne Gespräche gab, tolle Austausche mit Freunden und Bekannten und Familie und ja, eben auch neue... nette Menschen so dazugekommen sind und ja, dass man da einfach so einen Austausch hat und das fand ich sehr schön. Also, dass man merkt eben einfach auch zum Beispiel, dass das Internet einfach viel möglich macht
oder dann halt wirklich auch einfach mal zum Telefon greifen und mal jemanden anrufen, den man schon länger nicht gehört hat. Und das Komische ist ja in der heutigen Zeit, dass man sich tatsächlich ankündigt und sagt, hey, bist du heute Abend da? Kann ich dich anrufen? In meiner Jugend hat man einfach zum Telefon gegriffen und hat die Menschen angerufen, entweder sie waren da oder nicht. Also das ist mir tatsächlich diese Woche sehr oft aufgefallen, dass ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt habe, hey, bist du heute da, wann hast du Zeit? Oder auch ich schreibe, wie sieht's denn heute bei dir aus oder eher morgen? Und früher hat man einfach angerufen und entweder der war da oder nicht oder man hat sich gesagt, hey, passt gerade nicht, wir hören uns morgen. Also diese Entwicklung ist mir diese Woche tatsächlich ein paar Mal aufgefallen und ja, wobei WhatsApp auf jeden Fall eine geniale Erfindung ist mit Sprachnachrichten oder auch einfach so, das ist wirklich toll. Also macht mir auch sehr viel Spaß, dieses Chatten und ja, wobei natürlich so persönlich, wie es dann auch diese Woche war, so Kaffee trinken zusammen und so, ist natürlich, das toppt natürlich immer alles, weil das ist immer so besonders, wenn man sich einfach beieinander hat und ja, ist auch immer was Schönes, ja. Ja, auf jeden Fall, Kommunikation hat mir diese Woche auch sehr gut getan mit den verschiedensten Menschen. Gerade diese Game of Thrones-Folge hat dazu geführt, dass ich mich mit mehreren Menschen darüber unterhalten musste und austauschen musste, weil ich glaube, ich hätte meinen Hirnknoten sonst nicht auseinandergebracht und die ganze Woche wäre hingewiesen. Echt, also es ist eigentlich echt gruselig, was da in einem so vorgeht, ne? Also, ja. Man will es ja nicht anders, ne? Wir sind, glaube ich, alle sadistisch veranlagt. Das war das Wort sozusagen zum Sonntag. Ich hoffe, die Bücherwoche hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, bitte gerne in die Kommentare. Wenn euch noch irgendwas fehlt in meinem Wochenrückblick, dann gerne natürlich auch her damit. Da bin ich natürlich immer offen für Ideen und Wünsche und Anregungen, wie ich schon gesagt habe. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Und ja, ich wünsche euch nun alle ein wunderbares Wochenende und dann auch einen guten Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr natürlich das Video seht. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen, genießt die Zeit. Hoffen wir mal, dass der Sommer jetzt demnächst kommt und wir uns alle wunderbar in die Sonne legen können. Und ja, ich denke, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.